Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Checos Backstube. Wir machen heute zusammen Wuchteln. Dazu nehmen wir das Mehl und geben erstmal das Salz hinzu. Die Zutaten findet ihr wie immer im Video oder in der Infobox. Nach dem Salz geben wir nun noch den Vanillezucker in das Mehl. Anschließend schlagen wir die beiden Eier hinein. Und stellen das Ganze erstmal zur Seite. Wir nehmen nun die Flüssigkeit und lösen die Hefe darin auf. Diese bröseln wir einfach hinein. Nun wiegen wir die Butter ab. Leicht verschätzt, aber schon ziemlich nah dran. Die Butter wird nun geschmolzen. Während die Butter schmilzt, bestücken wir schon mal unsere Knetmaschine. Als erstes geben wir den Topf hinein. Danach geben wir die Flüssigkeit hinzu. Und zuletzt kommt noch der Knethaken hinein. Die Butter kommt hier noch nicht. Wir lassen die Maschine erst kurz rühren, damit die Butter nicht wieder erstarrt, wenn man sie in die kalte Milch kippt. So, jetzt darf auch die Butter hinein. Das Ganze lassen wir nun ca. 5 Minuten gut durchkneten. Nach dem Kneten öffnen wir die Maschine wieder und entfernen die Schüssel und den Knethaken. Den Teig lassen wir nun ca. eine Stunde gehen. Ich decke ihn dazu immer mit einem Teller ab. Hier der Teig nach dem Gehen. Wir entfernen nun den Teig aus der Schüssel. Dies geht am besten mit einer Teigspachtel. Zur Weiterverarbeitung benutzen wir kein Mehl, da der Teig klebrig bleiben soll. Wir schneiden uns nun kleine Stückchen vom Teig ab. Diese drücken wir dann platt und geben eine Zwetschge oder Kirsche hinein. Anschließend verschließen wir diese. Dabei müssen wir aufpassen, damit wir mit den feuchten Händen nicht die Ränder des Teigs berühren, da dieser sonst nicht mehr schön zusammenklebt. Wenn man nach ein paar Wuchteln das Ganze etwas optimiert, kann man auch einen größeren Fladen nehmen und gleich zwei Stück daraus formen.
Wir benötigen nun eine Auflaufform und nochmal etwas geschmolzene Butter. Diese kippen wir zum Teil in die Form. Wir nehmen dann die einzelnen Bällchen, wenden diese in der Butter und schieben sie an den Rand. Die Butter sorgt nachher dafür, dass man die Bällchen wieder auseinanderbringt. Wenn die Form voll ist, wendet man die restlichen Bällchen im Topf mit der Butter und schiebt diese noch zwischen die anderen Bällchen in der Form. Das Ganze wird nun nach Belieben mit Zimt und Zucker bestreut. Man lässt die Form nun noch eine Stunde ruhen, damit das Ganze noch etwas aufgehen kann. Hier ein Bild vor und nach dem Ruhen. Die Form kommt nun bei ca. 180 Grad für 40 bis 45 Minuten in den Holzofen. Ich habe das hier im Holzofen gemacht, ihr könnt das aber natürlich auch im normalen Backofen machen. So, ich hoffe, euch hat's gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.